Persönlichkeiten. Ich denke etwa an Petra Kelly, die sich mit ehrlichem Engagement für eine bessere Welt, für Abrüstung, Demokratie, für Menschenrechte eingesetzt haben und vor denen ich großen Respekt habe. Aber das ist lange her. Mittlerweile sind die Grünen richtige Waffennarren geworden, die sich gar nicht mehr einkriegen können vor Begeisterung in das Kriegsgebiet der Ukraine immer mehr und immer. Was natürlich wieder komplett wahnsinnig ist. Das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also sie stellt sich da. Ja, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete abzulehnen. Also eigentlich auch die Position der Linkspartei, der Dara angehört. Ja, jedenfalls bis zum Ukraine-Krieg. Das ist wahnsinnig. Also ich glaube, Dara hätte, als er sich eine Partei gesucht hat, sich mal besser umschauen sollen. Vielleicht hätte er ganz gut in die FDP gepasst. Dann dahin und sagt dann, ja, die freuen sich. Ich meine, progressiven transatlantischen Neoliberalismus, den kannst du auch in der FDP vertreten. Da brauchst du nicht in eine linke Partei gehen. Nicht richtig Krieg zu führen. Und das beruht halt auf dieser Verschwörungstheorie, die sie erzählt. Nämlich, ja. Jetzt bin ich gespannt. Was ist eine Verschwörungstheorie? Also ich will, Frieden ist mittlerweile eine Verschwörungstheorie. Oder schauen wir uns mal, was Dara dazu jetzt zu sagen hat. Warum machen wir nicht Friedensverhandlungen? Das erkennen nicht viele. Aber das ist verschwörungsideologisch. Weil es suggeriert, dass die Regierung jederzeit den Krieg beenden könnte, aber es einfach nicht tut. Warum? Weil die ja Bock auf Krieg haben. Aber nein, es ist halt nicht so einfach. Doch, das ist eine dreiste Lüge und Dara weiß das auch. Ich habe ihm das in unserer Debatte übrigens auch gesagt. Er war einfach nicht bereit, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Es ist mittlerweile von verschiedensten Seiten bestätigt, vom türkischen Außenminister, vom israelischen Ministerpräsidenten, vom ukrainischen Chefunterhändler, dass Russland einen Frieden angeboten hatte im Frühjahr 2022 bei den Friedensverhandlungen in Istanbul, der vorsah, dass sich Russland aus der Ukraine zurückzieht hinter die Linien des 24. Februar. Die Ukraine hat das abgelehnt auf westlichen Druck hin, vor allem auf Druck von Großbritannien und den USA. Boris Johnson war damals in Kiew und hat gesagt, the West is not ready for peace yet. Das ist eine aus vielfach belegte Darstellung der Ereignisse von damals. Der Westen wollte Krieg und hat die Ukraine dazu angestiftet, diesen Krieg fortzusetzen, mit diesem völligen Wahn, dass sie ihre alten Grenzen von vor 2014 zurückerobern könne, was natürlich schon damals völlig irreell war. Bei diesen Leuten können wir uns heute bedanken, dass hunderttausende Menschen tot sind. Russland ist übrigens immer noch bereit zu Verhandlungen. Nur haben sich die russischen Friedensbedingungen mittlerweile verschärft. Verhandlungen, die gab es schon oft genug. Friedensverhandlungen sind auch nicht einfach nur, ich gehe in Friedensverhandlungen und dann sagt halt Putin, boah, ich sehe meinen Fehler ein, ihr habt echt gute Argumente, ich ziehe mich aus der Ukraine zurück. Das wird es natürlich auch niemals geben. Das ist doch purer Populismus, wenn du dann sagst, ja, die hatten richtig Bock. Ne? Also am liebsten würden die da selber hinrennen und ganz Deutschland in den Kriegsdienst einziehen. Immer tödlicheres Kriegsgerät zu liefern. Ja. Hören wir da mal rein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei. Wir müssen aufhören, über einzelne Waffensysteme zu sprechen, sondern darüber, was die Ukraine selbst sagt, was sie brauchen und natürlich, was verfügbar ist. Und das mit den Partnerstaaten abstimmen. Und wir sollten auch aufhören, darüber zu sprechen, wo die Waffen denn herkommen und wo sie nicht herkommen dürfen. Also Bestände der Industrie, Bestände der Bundeswehr, dass das alles kein Tabu ist. Wenn die Ukraine Panzer braucht und wir welche liefern können, dann sollten wir das tun. Wir unterstützen. Ja, wenn die Rüstungsindustrie Profite machen kann, dann ist das absolut kein Tabu. Natürlich. So sollte eine Partei argumentieren, die irgendwie auf Frieden interessiert wäre. Wir unterstützen die Ukraine, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind. Ja, klar. Das ergibt Sinn. Also, die Ukraine ist eine brutale Diktatur, die Oppositionelle 15 Jahre in den Knast sperren lässt. Also da geht es nicht um Demokratie oder Menschenrechte. Also vor allem vielen linken Oppositionellen, denen geht es in Russland nicht schlechter als in der Ukraine. Also Russland unterdrückt vor allem die liberale pro-westliche Opposition, die Ukraine unterdrückt vor allem die linke Opposition, also die sozialdemokratische und die sozialistische. Also Leute wie ich, die hätten wahrscheinlich sowohl in Russland als auch in der Ukraine nicht das Recht, ihre Meinung frei zu sagen, aber in der Ukraine mit einer noch geringeren Wahrscheinlichkeit. Ist einfach so. Sorry, aber das möchte Sarah Wagenknecht natürlich nicht wahrhaben, aber die Ukraine wird tatsächlich gerade angegriffen. So wie weiß, irre. Wer für Frieden und Menschenrechte ist, der. Ja, absolut, MTB aus HB. Die ukrainische Geheimdienst hat offizielle Todeslisten und dann kommen bei Oppositionspolitikern dann faschistische Milizen vorbei. Also der ukrainische Staat, der braucht sich gar nicht selbst die Hände schmutzig machen, sondern der setzt einfach Leute auf Todeslisten, stellt denen gar keinen Polizeischutz, stellt die dann unter Hausarrest, damit jeder Rechtsradikale die auch schön finden kann und dann sind die ganze Zeit mit dem Tode bedroht.
Oder der ukrainische Inlandsgeheimdienst SUB, der kommt dann bei Leuten vorbei, nimmt die fest oder verprügelt die. Und auch da sind häufig faschistische Milizen dabei. Die üben in vielen Städten der Ukraine de facto das Gewaltmonopol aus. Also das ist ja eine Tatsache, das kann man ja nicht leugnen. Er muss diesen Krieg unbedingt... Also ich weiß nicht, ob ihr beispielsweise vom Fall der Brüder Kononowitsch gehört habt. Die sind aktuell unter Hausarrest und laut eigener Aussage werden sie immer wieder mit dem Tode bedroht. Und wie gesagt, da sie halt unter Hausarrest stehen, weiß jeder Rechtsradikale, wo er sie finden kann, wenn er sie aufsuchen will. Das sind die Vorsitzenden der kommunistischen Jugendorganisation gewesen. Mit immer mehr Waffen munitionieren und so dafür sorgen, dass das Sterben bloß nicht aufhört. Irgendwann ist ein Krieg auch vorbei, ne? Also irgendwann hat die eine Seite halt auch gewonnen. So, wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass die richtige Seite gewinnt. Ja, und das wird eher Russland sein. Ehrlich, dieser Gesichtsausdruck. Ja, irgendwann ist so ein Krieg auch mal zu Ende. 500.000 Tote, 1 Million Tote später ist so ein Krieg auch mal zu Ende. Also, ich will hier niemandem was unterstellen, aber wie psychopathisch muss man drauf sein? Um zu sagen, ja, ein paar Millionen Tote, ein paar hunderttausend Tote, mir doch egal, irgendwann eine Seite muss gewinnen und wir sollten, egal wie viele Menschenleben das kostet, dafür sorgen, dass das unsere Seite ist, dass das die Seite ist, die dem westlichen Kapital am ehesten dient. Also das ist hier gerade Daras Aussage. Total links. Also ihr seht, diese Leute sind absolute Kriegstreiber, es sind fanatische Transatlantiker. Sie sind bereit, hunderttausende Menschen in den Tod zu schicken für ihre kranke Ideologie. Das sollte so. Und ihre Machtinteressen. Also ich würde es nicht nur auf Ideologie schieben, da ist bestimmt auch viel Opportunismus mit dabei. Ziel bei den ganzen Teilen. Sich auf diplomatischem Weg, um ein Ende zu bemühen. Und er muss alles an Mordgeräten liefern, was der ukrainische Präsident Zelensky, also der Mann, der kürzlich nukleare Präventivschläge gegen Russland gefordert. Der Mann hat schon vor Kriegsbeginn eine nukleare Wiederbewaffnung der Ukraine, aka eine Aufhebung des Budapester Memorandums gefordert. Vor Kriegsbeginn, also Anfang 2022 hat er das gefordert. Also so viel zu unprovozierter Angriffskrieg. Also, das ist ja ganz schlimm, wenn man sowas sagt. Das ist ja russische Propaganda, wenn man einfach ja auf Zelenskys Aussagen rekurriert, die in Russland nicht sonderlich positiv aufgenommen worden sind. So, er befürchtet nun mal, dass die Nuklearschläge zuerst von Russland kommen werden. Also in dieser Not sagt er, In den Nachdenkseiten kommen häufig gute Beiträge. Also ja, vor allem in Nachdenkseiten. Im Makroskop, relevante Ökonomik ist jetzt ein kleiner Block, der wird nur von Heiner Flassbeck betrieben, aber zu Wirtschaftspolitik kriegst du da auf jeden Fall die besten News. Also Heiner Flassbeck arbeitet das immer sehr gut auf. Wie gesagt, Makroskop, Nachdenkseiten, relevante Ökonomik. Und ja, sonst gibt es auch noch viele andere alternative Medien. Du kannst ja auch mal längere Vorträge auf YouTube ansehen, also nichts Tagesaktuelles. Einfach mal so einen Vortrag über geschichtliche Ereignisse. Also da gibt es ja sehr viele. Da gibt es marxistische Analysen, es gibt Analysen, die auch aus Mainstream kommen. Es gibt ja ganz normale Geschichtskanäle. Oder nimm dir mal ein Buch zur Hand. Junge Welt, schreibt Günni, ja, Junge Welt, die ist kommunistisch, aber definitiv, man sollte sich aus verschiedenen Blickwinkeln informieren und die junge Welt, die ist definitiv nicht auf Mainstream-Linie. Also da kriegt man auf jeden Fall eine andere Weltsicht, die auch wichtig ist. Das stimmt. Die berichten auch sehr viel über den Faschismus in der Ukraine. Vor allem Susanne Wittstahl, die ist da richtig hinterher. Und ja, die verteufeln Russland auch nicht so sehr, wie das in vielen Teilen der deutschen Medienberichterstattung der Fall ist, sondern die versuchen, einen eher realistischen Blick auf Russland zu kriegen. Beziehungsweise dafür werden sie dann natürlich im deutschen Mainstream als Putins Propagandisten diffamiert. Wie sollte es auch anders sein? Da sollten wir vielleicht zuerst zuschlagen. Aber das heißt ja nicht, dass er es bekommt. Was der Mann sich wünschen mag, kann man ja nur froh sein. Der Typ ist gerade Präsident von einem Land, was angegriffen wird. Es ist komplett Banane. Also es ist halt so verrückt, diese... Die Bücher von Sarah Wagenknecht habe ich nicht gelesen, aber ich habe mir ganz viele Interviews mit ihr angeguckt. Ihre Talkshow-Auftritte reagiere ich ja auch ständig drauf. Und fast alle Videos von ihrem Kanal. Also den habe ich seit Anfang an verfolgt. Ich mochte sie seit Anfang an richtig gerne. Ich mochte auch am Anfang an tatsächlich Dara, bevor er so komplett durchgedreht ist. Aber das... Dara mag, das hat sich spätestens, allerspätestens mit diesem Video hier geändert. Ich meine, er hat ja vorher schon gegen Proletopia auf übelste Art und Weise geschossen. Das fand ich dann auch schon ein bisschen seltsam. Aber mit dem Video hier hat er sich wirklich komplett selbst disqualifiziert. Dass sie so viele Fakten dabei irgendwie anscheinend weglassen möchte. Dass Atomwaffen noch nicht auf seinem Wünschzettel stehen. Aber deutsche Panzer, klar, unbedingt, jederzeit. Dass selbst die Amerikaner,
die die Ukraine immerhin bis zu den Zähnen hochrüsten, bisher keine Panzer moderner westlicher Bauart liefern. Und auch sonst kein einziger Verbündeter das bisher tut. Geschenkt liegt wahrscheinlich nur daran, dass den anderen Ländern solche großartigen grünen Friedensaktivisten in der Regierung fehlen. Ja, ich denke, da muss die FDP-Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann ja blass vor Neid werden auf Parteikollegen vom Kaliber Lang, Nuripur oder Baerbock. Aber klar, wenn ein Land überfallen wird, dann müssen wir dem natürlich beistehen. Und das gilt nicht nur... Strack-Zimmermann sitzt im Förderkreis Deutsches Heer. Guckt übrigens, was für Politiker da noch so drin sitzen. Beispielsweise der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Also die Rüstungsindustrie, die ist bestens vernetzt in der deutschen Politik. Nur für die Ukraine. Das gilt weltweit. Oder doch nicht? Nun soll es... Nee, leider nicht. Natürlich wollte er sich am Proletopia hochhangeln. Also dieser Typ, also das ist bei den Wokisten ja typisch. Die kennen keine Loyalitäten, außer... zu ihrer strikten Ideologie. Du darfst nichts anderes sagen, als das, was dieser Ideologie entspricht. Sobald du auch nur einen Zentimeter abweichst und zwar auf erstmal identitätspolitischer Ebene und zweitens auch auf außenpolitischer Ebene, dann bist du raus. Wirtschaftspolitisch hast du tatsächlich mehr Freiraum. Da sind Leute, die sind relativ neoliberal. Da sind aber auch Leute, die haben wirklich, ja, linke Positionen, zumindest wirtschaftlich. Aber außenpolitisch kulturpolitisch dürft ihr euch nicht abweichend äußern, sonst seid ihr raus. Ich habe heute tatsächlich Finessi geradet. Vielleicht reagieren wir darauf auch mal. Das war lustig. Und dann waren ich und einige meiner Zuschauer bei ihrem Chat und ich habe geschrieben, wir haben gerade aus Oscar Lafontaine reagiert, beziehungsweise einer meiner Zuschauer hatte das geschrieben. Finessi dann, oh, wer ist das? Ich, ein vernünftiger Ex-SPDler. Wer ist das denn? Dann hat sie rausgefunden, dass der irgendwas mit Wagenknecht zu tun hat und dann Wagenknecht ist doch auch vernünftig. Finessi, Wagenknecht, die ist rassistisch und transfeindlich und ich so, nicht jeder, der die woke-Ideologie kritisiert, ist rassistisch oder transfeindlich. Ratet mal, was mit mir passiert ist. Da wurde ich geblockt. Also nicht jeder, der den Wokismus kritisiert. So hatte ich es geschrieben. Nicht jeder, der den Wokismus kritisiert. Da wurde ich natürlich geblockt. Also diese Wokisten sind nicht interessiert an einer Debatte. Diese Wokisten wollen uns zerstören. Die sehen uns als Feinde. Das müsst ihr euch immer klar sein.